Leute, weiter geht's heute mit den Cops bei Need for Speed Hot Pursuit 2. Und wir machen heute weiter mit dem Reventon Reveal. Jetzt ist mal wieder eine Vorschau. Der Reventon wurde 20 Mal verkauft. Ein 21. Exemplar ist im Lamborghini Museum ausgestellt. Mit seinem Preis von $1.350.000 und der Optik eines Stealth-Fighters wirft er problemlos alle Konventionen im Automobilbau über den Haufen. Damit der Reventon mindestens genauso schnell ist wie der LP640, wurde sein Motor auf noch höhere Leistung getrimmt. Allradantrieb sowie 2,45er und 3,35er Pirelli-Niederquerschnittreifen verhelfen diesem Straßenkampfjet zu großer Agilität. Unter den aggressiv gestalteten kantigen Flächen sind die Linien des Murcielago erkennbar. Die Front wird jedoch von zwei großen Lufteinlässen dominiert, die zur Kühlung der Bremsen dienen. Die Form der kantigen Nase findet sich in der transparenten Motorabdeckung und dem Heckspoiler wieder. Ja, und damit starten wir mal ins nächste Event. Und ich hätte dann wieder ein bisschen Bock auf Racer jagen, aber irgendwie sagt das Spiel gerade, fahr mal lieber vorschauen. Na gut, egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen es ja leider machen, irgendwie. So, 1 Minute 20 wir verschlagen, um das Ding auf Gold zu fahren. Mal gucken, was das ist. Zentrale an alle Einheiten. Officer benötigen Unterstützung auf der Mystic Lake Road. Dies ist eine Trainingsübung, aber du wirst genau so werden, als wäre es eine echte Situation. So, 5 Kilometer sind noch ungefähr hier. Also hier. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die dass das Fahrer nicht so gut trifft. Weil ich will keine Zeit verlieren, ich will das Ding gerne auf Gold fahren. Ich glaube, das war sogar glatt 1,27,00. Ja, aber hallo auf die Sekunde. Und deswegen kriegen wir noch Silber. Ja, 2 Sekunden, gut, dann wären es dann 25,00 gewesen, aber. Ja, ein bisschen zu zögerlich gefahren, muss ich sagen. Aber da war ich nicht, was wir noch teilweise machen. So, jedenfalls haben wir noch das Auto geschafft. Letztes Mal ist es ein Porsche, und zwar ein 911er Targa G. Targa 4S. Da ist das gute Stück. Aber ich glaube, den kennen wir schon als Racer. Ja, weil ich das Ding nicht auf Gold gekriegt habe. Deswegen kackt es mich gerade. Den Dirt hier. Gucken wir mal gerade, was wir noch so haben. Ich habe keinen Bock schon wieder auf einen schnellen Einsatz. Hier ist ein Hot Pursuit. Sauber. Was fahren wir denn für ein Auto? Einmal. Eine 370Z, würde ich sagen. Power, Leidenschaft, Performance. Die Z-Story geht weiter. Neue Technologie und dennoch oldschool. Ein neues, schärfer designtes Emblem vor den Türen mit dem berühmten Buchstaben Z dient gleichzeitig als Seitenblinker.
Das Konzept Motor vorne, Antrieb hinten entspricht dem Ideal eines Sportwagens. Der Motor mit VVEL, Variable Valve Event and Lift, bringt 331 PS und 366 Newtonmeter auf die Straße und beschleunigt den Wagen in knapp über 5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Die typischen Z-Gene zeigen sich in jeder Linie, Kante und Wölbung der Karosserie. Die Fenster erinnern an den originalen 240Z von 1971 und noch immer ist er flach. Er ist aggressiv und er hat wunderbare Boomerang-Heckleuchten. Ja. Fahren wir das gute Stück mal auch ein bisschen. Das zweite Rennen heute. Dann sind wir schon durch mit den Kopfhörern. Ja, zwei Dinger kriegen wir pro Kopffolge immerhin. Und ich denke, die Dinger, die ich nicht auf Gold kriege, die werde ich da versuchen, ein bisschen ausgehen zu machen, bevor wir dann irgendwo, dass mir das Spiel sagt, nee, du bleibst lieber, bleibst dann irgendwo euch stecken. Habe ich keinen Nerv zu jetzt. Deswegen fahren wir die jetzt erstmal. Wieder mal etlich ein bisschen auf die Jagdarbeiter. Wir haben drei Sperren und drei Nagelbänder. So, unser Ziel ist es natürlich, das Fahrerfeld komplett zu verhaften. Wir haben dafür jetzt noch 6 Kilometer Zeit. Schauen wir mal. Oh, die hat er noch. Kontakt. Fahrzeug ist geschickt. Verstanden. Straßensperren enthalten direkt vor euch in Stellung. Das wird ja eine Lehre sein, sich mit dem SCPD anzulegen. Straßensperren wurde passiert. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Verdächtiger hat die Straßensperre gehabt. Zur Festnahme vor uns. Nein, komm, scheiße. Oh, das war besser. Warte Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Straßenfernanleitung senden, bitte Zielposition angeben. Nagelband einsatzbereit. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor Ort. Ziemlich böse mitgenommen, das war der dritte schon im Munde. Und damit war der Evo auch Feierabend. Die Nagelsperre brauchen, die Schlossperre brauchen wir gar nicht mehr. Ich bin schon mal erwischt. Ich haben den Verdächtigen festgenommen. Die Sache ist vorbei. Es war eigentlich groß nur einer, der uns ein bisschen geärgert hat, aber nun ja, letztendlich bin ich da ziemlich rabiat, wenn ich das kann. Und damit haben wir sie schon in der Tasche. Jo. Jetzt ein Videobericht. Glückwunsch, Officer. Ich glaube, ich bin ver... Ja, ich bin befördert worden. Sehr geil. Zehn Verhaftungen mittlerweile. Officer Rang 1 sind wir. Okay. Neue Einheit verfügbar. Was haben wir denn jetzt bekommen? Oh, SUV. Jo. Highway-Streife haben wir verfügbar. Okay, ich dachte jetzt, wäre es diese Remote-Streife, aber es ist die Highway-Streife. Und wir haben ein neues Auto dabei und wir kriegen auch das Auto, was wir eigentlich schon als Investor haben. Und zwar diesmal den Gran Turismo S.
Und was es damit auf sich hat, das sehen wir uns dann in der übernächsten Folge an. Wir haben zwei Vorschauen, die uns auf jeden Fall noch mit dem Racer ein bisschen in Verfügung bringen. Ja, okay, dann haben wir zwei Vorschauen, dann ist das halt so. Gut, dann sehen wir uns wieder morgen bei den Racern.